So, da sind wir wieder zurück bei Let's Play Infamous Second Son. Ja, in der letzten Folge haben wir Hank fast gestorben, aber er scheint wohl jetzt für uns. Und du warst plötzlich weg. Ja, blöd, ne? Tut mir leid, hör zu, ich habe Hank gefunden. Er will uns helfen, Augustin dran zu kriegen. Was? Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, Mann. Komm schon, ehrlich, Bruder. Du bist zu pessimistisch. Tja, vielleicht bist du nicht pessimistisch genug. Sei einfach vorsichtig und pass auf dich auf. Zu pessimistisch? Ach, nicht genug. Gut, dann gehen wir mit der nächsten Mission weiter. Ich guck gerade, wo sie ist. Die nächste Mission, die ist hier unten. So. Gut, dann geht's jetzt weiter in der Geschichte hier. Dann können wir nämlich jetzt gucken, dass wir da uns einen Schnellreisepunkt zulegen. Wir haben ja, wie gesagt, alle freigeschaltet. Schnellreise. Da. Ab nach Danny Park. Tschüss, kleine Drohne. Die hole ich mir mal kurz noch schnell. Umso weniger Drohnen, die das UP besitzt, umso besser ist es. Wie gesagt, auch wenn wir die Einheit, fast alles, fast UP frei haben. So, jetzt gehen wir mal kurz zu der Mission. Wir haben hier noch eine definitiv vor. Ja, seit ganz, ganz langer Zeit. Endlich mal wieder einige Folgen mit, Infamous Second Son, habe ich so lange drauf gewartet, bis ich wieder weitermachen kann. Weil ja, mein Unglück ist endlich überstanden. Es dauerte alles zur Weile, weil ich halt die Möbel und alles hatte und jetzt endlich mal wieder Raum habe, ein bisschen alleine aufzunehmen. So, Quid pro quo. Hey, zu kleiner, ich hab nachgedacht. Als du mich vorhin über die Häuser gejagt hast, mit den Helis und dem ganzen Zeug. Stimmt. Ja, es tut mir echt leid. Nein, ich wollte eigentlich sagen, du hast den Dreh mit den Rauchtricks voll raus, die du von mir hast. Ja, aber einen Trick musst du mir noch beibringen. Du bist aus ihrem Turm entwischt. Wie bist du an den elektrischen Barrikaden vorbeigekommen? Auf einem gegenüberliegenden Dach steht ein Transformator, den du lahmlegen musst. Aber das nützt dir auch nichts. Der ganze Turm ist gepanzert und die halbe DOP-Armee steht dort wach. Aber vielleicht, wenn wir uns zusammentun. Hey, mein Spezialgebiet ist es, auszubrechen. Einbrechen ist nicht mein Ding. Hör zu, wir haben beide Gründe, an Augustin ranzukommen. Sie hat etwas, was wir beide wollen. Aber wir müssen es zu unseren Bedingungen tun, nicht zu ihren. Aus ihrer Festung nach hier draußen locken, wo wir eine Chance haben. Schon ein Plan? Da waren doch diese beiden Kids in dem gepanzerten Bus mit mir. Batch und Eugene. Kann sein. Jedenfalls, das DUP hat sie. Was? Gerade festgenommen. Das war das ganze Durcheinander vorhin. Ich schätze, sie wollte sie unbedingt erwischen, weil ich entkommen bin. Sie schickt sie zu dieser großen Betonplattform, die das DUP zwischen den beiden Inseln gebaut hat. Wir müssen ihnen helfen. Da gibt es ein Pier gegenüber von der Plattform. Wir treffen uns da nach Sonnenuntergang. Wir sehen uns da. Na gut. Reggie, Eugene und Fetch. Hab's gehört. Hank und ich haben einen Plan. Wir stürmen die Insel, schalten alle DUP-Wachen aus und dann... Dutzend, ich hab nachgedacht. In letzter Zeit sind sehr viele Unschuldige draufgegangen. Normale Menschen. Normal? Mann, Reg, fangen wir jetzt wieder damit an. Und ich weiß nicht, ob ich damit noch weitermachen kann. Nur um ein paar Bioterroristen zu befreien. Reggie. Ich bin ein Cop. Ich soll solche Dinge verhindern. Ruf mich einfach an, wenn's vorbei ist. Dann können wir zurück nach Salmon Bay. Und Dalton, nimm dich vor Hank in Acht. Ich trau ihm nicht. Ich will es zumindest versuchen. So. Vielleicht ist er ja tatsächlich unsere letzte Chance. Was machst du denn hier? Hör zu, das sind Menschen da drüben. Sie brauchen Hilfe. Keine Bioterroristen, keine Conduits. Menschen. Okay, danke. Danke, dass du hier bist, also. Was macht der Cop hier? Er ist mein Bruder, okay? Er ist wegen mir hier, also. Was denkst du? Ich habe mich umgeschaut. Das Dock drüben auf der anderen Seite ist das geringste Risiko.
Ich dachte, ihr zwei könnt mit eurer Rauch... Gabe, danke, ihre Aufmerksamkeit vielleicht nach vorne lenken. Ich beschlagnahme ein Boot und fahre unbemerkt rein. Und warum gehen Sie als Erster? Tja, weißt du, ich bin ein Cop. Das heißt, ich beschlagnahme ein Boot und es ist legal. Klaust du ein Boot? Dann buchte ich dich ein. Oh, das macht er. Ja, dann sehen wir uns drin. Okay? Ja, wir sehen uns drin. Pass auf dich auf, ja? Hör zu, wir gehen da raus und machen Krach. Dann kommt Augustin garantiert angerannt. Komm schon, ich kenne einen Weg zur Insel, wo uns niemand sieht. Was ist da passiert? Ich habe selbst gesehen, wie Augustin dich erledigt hat. Sie hat mich kurzzeitig lahmgelegt. Sonst nichts. So. Du sprichst doch einen Kopf mit, Mann. Großer Fehler. Upsi. Hör zu, wir gehen da raus und machen Krach. Dann kommt Augustin garantiert angerannt. Komm schon, ich kenne einen Weg zur Insel, wo uns niemand sieht. Was ist da passiert? Ich habe selbst gesehen, wie Augustin dich erledigt hat. Sie hat mich kurzzeitig lahmgelegt. Sonst nichts. Du sprichst doch einen Kopf mit, Mann. Großer Fehler. Er sagt das gleiche über dich. Na, die holen wir uns, die Olle. Hier ist sie. Wir gehen hier rein und müssten dann mitten in dem Ding wieder rauskommen. Bist du dir da sicher? Hey, als ich in dem Turm war, habe ich einiges gesehen. Eine Sache noch. Wir haben da eins von diesen Drohnendingern, die von denen du Kräfte bekommst. Woher weißt du das? Eine neue Kraft wäre doch nicht schlecht, bevor wir Augustin platt machen. Auf geht's! Gucken wir uns erstmal die Rauchkraft, damit wir da in den Lüftungsschacht kommen. Okay, das ist der Plan. Wir reißen diese Stützpfeiler ein. Wir spüren das Rumpeln und schicken die Wachen runter, um nachzusehen. Wir schalten sie aus, dann kommt Augustin angerannt. Wir müssen schnell sein. Ist ganz schön dicker Beton. Zusammen sollten wir es schaffen. Was hab ich gesagt? Sorry, dass ich gezweifelt habe. Ja, gut, dass wir Hilfe haben. So. Ja, da ist noch einer. Unfassbar, dass wir die Dinger wegfegen. Warte noch, was für die Idee, pass auf. Das ist die Rache für Gott, ey, Achtung! Huiuiui. Ui, ui. Hör mal! Legt euch ja nicht mit mir an! So, der auch down. Ich halte mich mal wieder ein bisschen hoch. Ist der Heini? Okay, down, oder was? Gut, weiter. So, der ist down. Ich muss dich gerade ein bisschen heilen. Jetzt. So, mich wieder heilen. Nicht mit obersten Kombinanz an, Idiot!
Okay, den müssen wir noch auf jeden Fall runterkriegen. Haben wir klar fast. Ich könnte ein bisschen komplett wieder zurückheilen. Weiter. Der ist auch schon mal down. Ach, der ist down. So, den heilen wir uns. Leck mich doch am Arsch. Das mit der. Ich kam nicht in seine Nähe und er hat mich direkt weg. Geschichte. What the fuck? Da habe ich noch eine was in. So. Die ist auch down. So. Heil mich mal kurz hin.
Hab ich denn den? Legt euch ja nicht mit mir an! Jawohl, hab ihn. Scheiße. Jawohl. Der ist Geschichte, der Typ. Gemeinsam kann uns keiner aufhalten. Alleine schaffen wir es nicht, Augustin aufzuhalten. Der Dicke, der war auf jeden Fall geschießt down. So, weiter geht's damit da hinten. Ich muss jetzt mal gerade gucken, wo ich hier... Hier ist er. Ist Rauch. Ich brauche Rauch. Den nehme ich mir aber auch vorgesehen wahrscheinlich. So, Geschichte. Hör mal. Der ist auch down. Ich hoffe, dass wir irgendwie einen Checkpoint haben oder so. Entschuldigung. So, der ist Geschichte. So. Ich heile mich wieder. Sie darüber. Bist du bereit für eine neue Kraft? Hey, wie hast du? Komm schon, sie wird jeden Moment hier sein. Komm hier rüber, mal sehen, was für Kräfte du kriegst. Das Ding beißt nicht, na los! So. Mir auf einmal nicht mehr. Keine Ahnung, Mann. Irgendwas stimmt nicht. Ich sollte Reggie anrufen. Hey! Henry, du hast mich nicht enttäuscht. Bitte was? Mein Teil erfüllt. Jetzt bist du dran. Der hat uns verarscht die ganze Zeit. Ich hab dir vertraut. Trau keinem Häftling. Wie ich sehe, ist das deine Größe, aber... Scheiße. Nur um sicher zu gehen. Dann wird er was? Wow! Du hättest mich treffen können! Ja, das ist die Rache für die Sache mit den Engeln. Na los, steh auf! Komm her, ich mach dir die Handschellen ab.
Hier lang! Ich geb dir Deckung! Wretch, sie ist noch am Leben. Sie wird zurückkommen. Und ich kann keine Kräfte benutzen mit diesem Betonzeug an mir. Was ist denn passiert? Es war eine Falle. Hank hat uns hergelockt, damit Augustine uns erwischt. Ich wusste es. Ich hab's dir gesagt. Gott, ich kapier einfach nicht, wieso er uns das antut. Weil er ein Verbrecher ist. Und Verbrecher tun sowas eben. Du hast ja vielleicht Superkräfte. Aber es wird dir nicht schaden, ab und zu mal auf deinen Bruder zu hören. Ich muss dich jetzt ein bisschen erholen. Nein, so kann ich mich Augustin nicht stellen. Okay, komm hier hoch. Ich versuch's ja. Ab zum Teufel! Ich muss sie rum. So. Keine Granaten mehr. Machen wir es auf die Atmosphäre. Was heißt das? Leg die Hände hin. Nicht bewegen. Also. Let's go. Ich wusste, wir können ihm nicht trauen. Okay, du hattest recht. Hätte ich auf dich gehört, wären wir jetzt nicht hier. Mhm. Na, wenn wir schon mal hier sind, dann kennen wir doch auch diese beiden Menschen. Wie willst du uns hier rausbekommen? Ich muss euch runterschießen. So ein Plan kann auch nur Copman einfallen. Irgendwie gefällt mir Copman langsam. Muss es Schießen sein? Wieso nicht irgendwas ohne Schießen? Wir passen auf. Oh Mist. Achtung! So, die zwei haben wir befreit. Sieh mich an. Du musst loslassen. Nein, ich schaff das. Ich schaff das. Ich bin so stolz auf dich. War ich immer. Nein. Reggie, leg dich mal. Nein! Oh, Scheiße. Wieder ein Scheißverlust. Die Frage ist, wie kriege ich die jetzt runter? Hab ich's? Stirb!
Ich muss die alte doch irgendwann mal kriegen. So, habe ich jetzt. Jetzt habe ich sie hoffentlich endlich. Ich vermute, dass ich sie dreimal treffen muss. Dreimal machen muss. Jetzt macht er kaputt. Ja, leck mich oder leck mich doch mal, ich muss die nochmal da kriegen. Ja, ist geil. Jetzt hast du doch deine ganzen Freunde dabei, oder was? Sind wohl die letzten UP-Einheiten von dem. Scheiße! Aber es sind nur die. Nein, na, no, gib mir nicht auf Nüsse! Oh Mann! Das ist klar! Fuck you! Da, wo ich dein Kumpel gerade erholen wollte, Kollege, ne? Ja, jetzt ist egal, jetzt bin ich tot. Wenn ihr mich da, wenn ihr mich ewig noch in diesem scheiß Dingens festhält.
Da bin ich hinten davon. Hoggestein ist weg, aber wir müssen noch den Rest doch erledigen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.